uns ja gleich drüber quatschen. So setze er sich. Ja, danke. Ey, und ich muss jetzt ganz kurz, ich muss darüber reden, es tut mir leid. Es ist wirklich, ja. Was ist denn? Ich frage mich den ganzen Tag, seit 3 Uhr habe ich diesen Mann nicht mehr gesehen, man hat ihn für mich unter Verschluss gehalten und egal, wen ich fragen wollte, es war immer sofort Ausflüchte. Jetzt stehst du in diesem Kostüm, Klaas, bitte, sag uns, was das soll, ernsthaft, ich weiß wirklich immer, was hier passiert, ich habe keine Ahnung, warum dieser bescheuerte Aufzug. Was ist los, Klaas? Will er es wissen? Ja? Soll ich es ihm verraten? Wenn du mit ihm mich meinst, bitte, ja. Ja, ich erklär's dir. Weißt du was, mein lieber Freund? Das heißt hinten anstellen, ne? Ich bin jetzt ganz offiziell besser als du. Ich habe 1 Quadratmeter irisches Land gekauft. In echt. In echt. Und deswegen bin ich jetzt ganz offiziell Lord of Roscommon. Guck dir das mal an. Ich bin Lord. Für mich. Das heißt, für mich, das kann mir scheißegal sein. Nein. Also, wenn du mich jetzt beim Vornamen nennst, dann rufe ich sofort die Polizei. Und ansonsten heißt es eure Lordschaft, Lord Häufer Umlauf oder unter Freunden Lord of Roscommon Klaas Häufer Umlauf. Kann ich heute kleine Lord sagen? Ja. Sowas verbitte ich mir, so einen Affront. Lass die Hunde frei. Ja, aber wirklich jetzt, was heißt das? Bist du jetzt König oder was? König, er versteht es nicht. Ja. Und zu diesem Zweck, ich wusste, dass du es nicht verstehen wirst. Und deswegen habe ich für dich, aber auch für die vielen, für mein Volk da draußen, eine Dokumentation anfertigen lassen über einen ganz normalen Tag in meinem Leben als Lord of Roscommon, Klaas Häufer von Umlauf. Du siehst aus wie Dr. Snuggles. Der Lord kommt! Der Lord kommt! Höret, Leut, nun höret her, ich erzähle euch die Mär eines Mannes größten Adels, höchster Laucht und frei des Tadels, wenn die Melodie erklingt, sein edles Tageswerk beginnt. Treten Sie näher, treten Sie zum Lord, der Lord möchte Sie auf ein Wort. Das Leben ist wie ein Haus mit Zimmern aus Seide. Nun hinfort mit Ihnen, hinfort, zack, zack, hinfort. Ich verlese nun die Wünsche des Lords. Einem Edelmann angemessen, einen Royal TS, ein Happy Meal, eine Apfeltasche und 2 McFlurry. Ja, so schnell wie möglich, bitte. Hallo? Ich wiederhole mich nicht, der Lord hat Hunger. Frischer haben frohen Mutes, erreicht der Gut sehr blauen Blutes, seine täglich Wirkungsstätte, streitet übers Dienerbette, leichten Fußes sauber rein, kommt zum Tor und tritt nun ein.
Saal wird ihm gedeckt, doch unser Lord sich nicht versteckt. Als wären es die seinesgleichen, lässt er seine Speisen reichen am Tische, wo der Pöbel frisst, welch Mann von Großmut er doch ist. Doch wehe dem, der ihn zum Feind, wer mit ihm hadert, der bald greint, denn unbarmherzig ausgemerzt wird der, der seine Gunst verscherzt, mit harter Hand er nun regiert, den Ruf nach Gnade er negiert. Ja, bitte? Wer spricht dort am Apparello? Hier spricht Nela Fangili. Lord Häufer Umlauf hat Ihnen etwas mitzuteilen. Hiermit erkläre ich Kraft meines Amtes als Lord of Roscommon, ihn persönlich und damit verbunden der ganzen TAF-Redaktion in Krieg. Alter, kannst du mal meine Nummer löschen und irgendjemand anders stalken? Blut wird die Isar rot färben. Kannst du dann bitte Aminati anrufen? Hab deine Nummer nicht. Es ist Krieg, hören Sie. Und du? Ja, wie und nun, was weiß ich, bin auch noch nicht so lange Lord, keine Ahnung, bitte, irgendwie Mord und Totschlag, was weiß ich, ja, wird schon irgendwie, aber gut, okay, alles klar, das wollte ich nur sagen, danke, ciao, ciao, so. Wir werden sie vernichten. Doch auch Frohsinn er begehrt, sich gar danach sein Herz verzerrt, ein wenig Spaß in Kriegeszeiten soll ihm nun ein Narr bereiten, mit Irrenwitz und Tollerei, etwas Tanz und Gauklei. Nun ist die Zeit schon bald gekommen, dass sein Wort wird wohl vernommen von allen seinen Untertanen. Drum ist er unruhig wie zu ahnen und rufet nach der holden Maid und zeigt sich von der besten Zeit. Der Lord verlangt nach Zerstreuung. Es komme die Maid. Falalalalala, falalalala, falalalalala, falalalalala. Ankunft am Studio. Ich möchte, dass du mich da reindrehst. Was soll ich jetzt ins Studio tragen? Ja, wirklich, ne? Irgendwann ist Schluss. Den ganzen Tag mache ich hier den Scheiß. Die Moral von der Geschichte, ein Adelstitel reicht halt nicht. Ist dein Herz nicht hohen Mutes, kommt am Ende heraus nichts Gutes. Also aus diesem Grund hier ein Tipp von mir, mach es wie die Onkels. Bleib dir immer treu! Bleib ein Typ von der Straße! Sei auch immer stolz! Du bist eine ehrliche Haut! Sie haben dich getreten! Durch dieses harte Leben! Die Presse ist schuld! Die anderen sind schuld! Oh, das ist so eine debile Kacke, ganz ehrlich mal. Ich muss weg, ey, sorry, ich will 400 Euro und dann bin ich raus. Furchteinflößend hochzählen. Wirklich, Mugabe muss ich von dir nachnehmen. Peinlich? Ach nein, was soll ich sagen? Lord, ich verstehe das Lord-Ding nicht. Für mich siehst du aus wie ein homosexueller Jockey. Das ist so Lord Extra, Lord Ultra, Lord Lilliput, was willst du? Lord of the Board. Lord of the Board. So. Naja, so ist das halt. Aber mach dich ruhig lustig, ne? Denn man hat als Lord ja nicht nur geile Klamotten, sondern auch einige Privilegien, ja? Zum Beispiel, dass wenn ich möchte, ja, dass ich einfach mal sagen kann, was ich will, egal ob Sinn macht oder nicht, dann mache ich jetzt Folgendes, ja? Ich rufe etwas aus, und zwar die Lord Time! Erhebt euch! Der Lord hat euch etwas mitzuteilen! Heute Morgen saß ich in meinem Waschzuber. Ich sang ein schmutziges Lied. Seitdem bin ich wieder fein sauber. Vielen Dank. Das ist doch nicht das Lied auch noch. Ihr wusstet Bescheid, oder was? Ihr blöden Schweine! Das ist doch wirklich das allerletzte hier.
fehlen mir wirklich die Worte. Ihr seid wirklich, ihr seid das beschissenste Publikum, was ihr je hatte. Hier sind wir, ja, eine Band. Wir machen weiter mit der Show. Wir sind hervorragend. Immer und überall heißt ihr Album und eine Single jetzt auch. Meine Güte. Ich bin fix und fertig mit der Welt, wirklich. Ja. Ich bin kaum losgegangen. Danke schön. Meine Lösung ist da. Das sind die ersten Gäste. Das ist ein bisschen was die Niros und die Scorseses von Deutschland. Ja, sie sind beste Freunde, haben gerade einen Film zusammen gemacht und es ist wirklich so kein Superlativ der Welt. Könnte ihnen das Wasser reichen. Das, was sie leisten, ist hervorragend. Die vierte Macht heißt der aktuelle Film, kommt am 15. glaube ich in die Kinos. Und hier sind Dennis Gansel und Max Riemelt. Ich habe gerade schon, glaube ich, hab ich richtig gesagt, die am 15. kommt dann in die Kinos oder wann? Achte. Achte, Entschuldigung, Achte, ja. Schlecht vorbereitet. Das mache ich wieder gut im Laufe, im Verlauf des Gesprächs, hoffe ich. Ich habe gerade so ein bisschen gesagt, so ein bisschen die News und Scorseses von Deutschland ist ja tatsächlich so, ihr seid auch im wahren Leben gute Freunde, ihr arbeitet nicht nur gerne zusammen. Ja, auf jeden Fall, wir treffen uns öfter mal so auf genau. Bierchen, ne? So, Max gezwungenermaßen, aber ich rufe einfach so lange an, bis er... Dann sag ich, ja, okay, gut. Ne? Besteht da so eine Abhängigkeit von ihm, weil er ist Regisseur und er gibt den Job? Nee, wie gesagt, so umgekehrt. Umgekehrt? Ja, ja. Ah, okay, ach so, Roman. Die Fresse, die er braucht. Die Fresse, ja, verstehe. Aber ist das so ein bisschen, habt ihr ein Geheimnis, warum ihr da so, ich muss leider nach vorne gehen, sonst sehe ich die nicht, warum ihr immer wieder zusammenarbeitet? Macht es dann auch mehr Spaß mit Freunden? Also ich kenne das nicht. Ja, ja, jetzt ist natürlich, genau. Ich möchte auch, also das mit dem Lord finde ich eigentlich auch gut, ne? Ja. Also, genau, mal drauf hat man, bringe die Maid, das war so ein Lieblingsspruch. Nee, ich finde schon, das macht einfach... Ich brauche Zerstreuung auf jeden Fall. Du brauchst Zerstreuung. Genau. Du bist auch Familienvater, ne? Da ist nicht mehr, ja, egal. Nee, das bringt auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich. Irgendwie drehen ist ja irgendwie anstrengend und wenn es ein bisschen familiärer irgendwie ist, dann ist es irgendwie lustiger. Und Max muss ja immer wieder irgendwelche anderen Sachen machen. Genau. Diesmal musste er plötzlich einen Russen spielen und wusste überhaupt gar nicht, dass er eigentlich Russe war, erst eine Woche vorher. Aber vorher war er Deutsch. Ja, ist es dann, fällt dann so freundschaftlich gerne mal was unter den Tisch? Sagt er dann so die entscheidenden Dinge, sagt er dir nicht, weil er denkt so, ach, wenn ich das sage, macht er nachher nicht mit? Naja, wird schon sehen später. Wie, das sage ich mir dann? Nee, also für mich ist die Herausforderung ja auch was ganz Tolles, so, dass ich dann... Ne, mal was Tolles machen kann, irgendwie wie ganz weit weg von mir spielen, einen lustigen Typen spielen, der russisch ist. ihr habt aber tatsächlich eins mit uns beiden gemeinsam, ihr macht ultra geiles Turbo-Entertainment, ja, und irgendwie ist es aber manchmal so, dass es dann nicht so ankommt bei dir, weil wir durch die Nacht sag ich schon. Durch die Nacht auch. Durch die Nacht mit, ja, wir sind die Nacht, Entschuldigung, wir sind die Nacht bei dir im Angesicht des Verbrechens, zwei wirklich, fand ich, wahnsinnig gut gemacht, zum einen Serie, zum anderen einen Film, die aber dann nicht so den Anklang beim Publikum finden. Wir kennen das hier auch, ja. Die Sendung guckt auch keiner wirklich. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so? Warum hat Qualität in diesem Land einfach nicht so ein gutes Standing? Weil jeder Qualität anders definiert. Aber es ist ja wirklich gut gewesen. Also naja, klar, aber dein Anspruch ist bestimmt nicht der Anspruch von den anderen. So. Also jeder muss sich das aussuchen. Klar sind die Sender oder die Leute, die das halt rausbringen, auch mit Leitra, also Schuld irgendwie so. Dass es dann halt so aussieht irgendwie, die Senderlandschaft, und der Zuschauer dementsprechend auch so gewohnt ist, also seine Gewohnheiten hat. Ja. Ist man dann nicht selber auch traurig vielleicht so, dass das dann halt, ich meine, das ist ja schon auch, du legst dein Herzblut rein, du legst dein Herzblut ja, rein. Ja, total, ja, ja. Und vor allem beim Kino ist es wirklich so, du kriegst als Regisseur, am Donnerstag starten ja die Filme, und du kriegst wirklich original, um 23.15 Uhr kommt ein Anruf, da weißt du schon genau die Nummer, und das ist dann der Verleihchef und sagt dir die Zahlen durch vom Donnerstag. Und das Irre ist, es gibt so einen Logarithmus, da kann man das irgendwie hochrechnen. Das heißt, die Zuschauer, die in der 20 Uhr Vorstellung waren, mal irgendwie XY, das ist wirklich exakt oder ziemlich genau die Kinozahl, die am Ende rauskommt. Das heißt, du weißt wirklich schon, hast du einen Hit oder hast du nicht. Und dieser Anruf jedes Mal, ey, ich bin total durchgeschwitzt und denke, okay, nimmst du jetzt ab oder nimmst du es nicht, weil dann weißt du es eigentlich schon. Ja, da kriegt man Geld vorher. Man bringe die Maid. Der kleine Lord ist jetzt sauber.
Wie schwer ist es denn tatsächlich in Deutschland so, so Filme, wie ihr sie macht? Also du hast ja auch tatsächlich immer so ein bisschen anderen Look. Das ist eher so amerikanisch, das ist nicht so dieses Klassische, wie man es gewohnt ist. Sowas durchzusetzen und das vor allem auch dann finanziert zu bekommen, wenn man dann gerade auch, sag ich mal, ich will jetzt nicht von einem Flop reden, aber nicht so einen riesen Erfolg gelandet hat. Das ist, ganz ehrlich, es war, ich hatte den Film finanziert, bevor der andere im Kino war. Ah, da hatte ich Schwein gehabt. Gut gemacht. Gut gemacht, genau. Und nee, also es ist mittlerweile, die Leute wollen ja andere Sachen auch sehen. Also gerade die Produzenten, die Förderer und so. Und ich glaube auch viele Zuschauer, die sagen, irgendwie das deutsche Kino ist ja ziemlich beliebt. Die Komödien laufen wie warme Brötchen. Und ansonsten muss man halt irgendwie versuchen, nochmal so andere Sachen zu machen. Und ich glaube, das kann auch gut ankommen. Das ist wirklich teilweise eine Glückssache. Man hatte viele Filme, die man dann erst in der Videothek entdeckt, wo man sagt, Mensch, was, der lief im Kino, wann war denn das? Ne? Also teilweise ist auch Werbung, also man weiß es nie, aber man muss es probieren. Es ist und bleibt ein Glücksspiel. Die vierte Macht ist der Film, den ihr jetzt gerade zusammen gemacht habt, kommt am 8. in die Kinos. Vielleicht mal ganz kurz angeschnitten von dir, was ist so deine Rolle, worum geht's? Ich bin eigentlich gar nicht die Hauptrolle, muss ich ja auch sagen. Nee, das macht er gar nicht. Ja, genau. Nee, also, dass die Leute nicht enttäuscht sind, ne, wenn sie dann sagen, so, hä, als was wurde das verkauft? Jedenfalls war ich der Russe irgendwie, der Fotograf, der Moritz, also Moritz Bleibtreu, spielt halt die Hauptrolle, der als Journalist nach Moskau kommt und dort in die High Society von mir sozusagen eingeführt wird, um dort in einer Klatschzeitschrift sozusagen darüber zu schreiben. Real Life. Real Life. Wir gucken mal kurz rein, ein Ausschnitt aus Die vierte Macht. Sorry, aber das Gesicht musste für die Nachwelt festgehalten werden. Ich bin Dima. Hi, Paul. Freut mich sehr. Ja, mich auch. Kann ich dir was abnehmen? Nein, kein Problem. Gut, willkommen in Moskau. Komm. Okay. Wir arbeiten zusammen. Ich zeige dir Moskau und bringe dich auf die richtigen Partys. Den Schmutz musst du dann selber schreiben. Dein Chefredakteur soll über Jaschinski schreiben, sag ihm das. Er war Journalist, ein großes Vorbild. Er wurde ermordet, weil er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Wollen Sie, dass Sie uns den Laden dicht machen, Jensen? Die paar Zeilen. Sind in diesem Laden hochexplosiv. Setzen Sie sich. Augenblick, langsam. Ich meine, Jaschinski war eine bekannte Persönlichkeit. Das Foto ist absolut harmlos und der Text nicht kritisch. Wo ist also das Problem? Du hast es gerade schon selber gesagt, als es losging. Ach, auf Deutsch. Ihr habt den Film tatsächlich auf Englisch gedreht, ne? Ja. Kommt auch viel besser. Also wenn man die Möglichkeit hat, guckt ihn euch auf Englisch an, bitte, bitte. Kommt ihr denn auch auf Englisch in die deutschen Kinos? Ja, so ein paar auf jeden Fall. Ja, das war super. Wir haben uns halt überlegt, im Grunde, also außer Moritz gibt es da nicht wirklich eine deutsche Figur. Der kommt nach Moskau und dann haben wir gesagt, wir können den Film eigentlich auch auf Englisch drehen. Also, und hoffen natürlich jetzt auf eine große internationale Karriere dann mit dem Film. Ne? Mal schauen. Ne? Wie ist das dann für dich? Du spielst ja also gerade selber schon gesagt, den Kollegen, der ihn dann so in die Welt einführt. Hat man dann so vorher 2-3 Wochen Moskau-Recherchezeit, wo man dann sich so ein bisschen einleben darf und so guckt, so, wo sind wirklich die Clubs? Oder? Nee, leider nicht. Nee. Aber ja, nee. Also allein in Moskau zu drehen, wäre, glaube ich, schon zu riskant gewesen. Wir haben eigentlich nur in Berlin gedreht. Ja. Nee, wir waren in der Ukraine. Oder so, aber in Kiew war der oder nicht? Ja, und 3 Tage Moskau, da warst du aber nicht dabei. Ja, genau. Ich habe die Recherche für dich übernommen. Genau. Das war gut. Ja. Aber ist das, wie muss man sich das vorstellen, wenn man da dreht? Ich kenne nur die Geschichte von Detlef Buck, der mal hier war und erzählt hat, er hatte 15.000 Euro dabei für Recherchezwecke für einen Film in Russland. Nach einer Stunde war er pleite und die Russen haben gesagt, kein Problem, den Rest zahlen wir, Herr Buck. Gibt es so Geschichten auch bei euch? Also wenn du dann da vor Ort bist und sagst... Also bei mir haben sie noch nicht angerufen. Ja, aber bei uns auch so ein bisschen. Also man muss schon so ein bisschen Bargeld dabei haben die ganze Zeit. So, das war wirklich? Also ja, das muss man sich echt so vorstellen, dann kommt da einer so hier. Ja, ja, und vor allen Dingen auch teilweise war es dann wirklich so. Ich hab dir keinen Drehort gegeben, was? Wir waren halt in der Fußgängerzone, also in dieser Hauptverkehrsstraße. Und plötzlich gingen die Lichter aus, weil es war irgendwie 21 Uhr. Und dann ruft da halt irgendein Kumpel an beim Stadtwerk. Und der hat irgendwie dann irgendwie auch einen Kumpel in der Spätschicht. Und der macht dann bam, bam, bam. Man sieht irgendwie, wie 2 Kilometer die Straße runter gigantische Scheinwerfer angehen. Und es ist halt wieder so ein Licht. Da, ne? Denkt man auch, okay, alles klar, man muss nur die richtigen Nummern kennen. Also das gibt's schon. Schön, dass ihr da gewesen seid. Viel Erfolg für den Film. Danke. Und ja, wir sprechen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn das nächste Projekt ansteht, jederzeit gerne. Super. Danke. Tschüss. Danke, Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Und jetzt, meine Damen und Herren, hier nochmal. Das Album heißt Immer und Überall und sie heißen Jaha. Sie in der schwarzen Tasche. Und sie sieht super aus wie ein Fotomodell. Sie trägt eine schwarze Tasche. Und sie sieht super aus wie ein Fotomodell. Mein Kopfkino läuft Porno. Jeder sieht, dass sie es hat. Sie postet die ganze Nacht für ein Foto, das niemand mag. Doch sie ist die Königin, denn hier im Club steht wirklich jeder auf die Frau mit ihrem echten Traum aus falschem schwarzem Leder. Sie trägt eine schwarze Tasche. Was machst du?
Es reicht. Das ist nicht lustig. Ernsthaft, nein, jetzt ist Schluss, ernsthaft, Feierabend jetzt, mir reicht's, echt, mir reicht's, wirklich. Violetta, lass ihn mal jetzt. Das kann doch nicht sein, dass jeder hier dieser, hast du gerade noch einen Kuss hinterhergeworfen, das kann doch nicht sein, dass jeder, der irgendwie Brüste oberhalb der Gürtellinie hat in dieser Redaktion, meint, mich angrapschen zu dürfen. Ich kann doch nicht dafür, wenn euer Hormonhaushalt... Jetzt lass doch Violetta mal. Ach, Violetta, das ist ein Sexmonster. Ernsthaft, ich meine, hast du das noch nicht mitbekommen? Euch interessiert doch gar nicht, was hier drin los ist. Euch interessiert alle nur, was ist hier drin. Entschuldigung. Ja, ernsthaft, guck mal hier. Ja? Das ist nicht nur bei euch, das ist überall. Hier kommen Briefe, ernsthaft, Zuschauerredaktion, schickt uns eure Sendung, hat wirklich eine super Style, bla bla. Besten Moderatoren, hat immer tolle Klamotten. Klaas, sehr intelligente, rhetorisch einwandfreie Interviews, ganz groß. Joko, du siehst super schön aus, sodass man permanent mit dir schlafen möchte. Naja, freu dich doch, dass wenigstens irgendwas. Ich möchte jetzt mich gar nicht drüber lustig machen. Das ist, ich verstehe das ja irgendwie, also, naja, aber... Es ist ernst, ich hab wirklich was vorbereitet, das wollte ich eigentlich zur Akte 2012 zur Verfügung stellen. Und das sollten die zeigen, weil es mir wirklich reicht. Ich muss euch vor euch selber schützen. Dieser Virus der Geilheit, ja, ich bin nicht euer Sextoy. Das ist wirklich Schluss jetzt damit, ja. Ich habe die Schnauze voll und ich zeig das jetzt hier. Ist mir egal, ob das jetzt für was anderes gedacht wird. Ich zeig das jetzt hier und ihr werdet euch alle wundern, was hier los ist. Ernsthaft. Ich bin ein Journalist, ich bin ein Kabarettist, ich bin ein Satiriker, ich bin ein Vordenker, ich bin Vater, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe Silvester am Brandenburger Tor vor über 1 Million Menschen moderiert. Jeden Donnerstag sende ich mit Neo Paradise für bestimmt 10.000 Menschen, eventuell. Ich präge den Zeitgeist einer ganzen Generation. Was bekomme ich dafür? Statt Pulitzerpreis gibt's Platz 37 der Top-Mann-Wahl in der Glamour. Statt Anerkennung ernte ich gierige Blicke. Mein Talent wird von meiner Schönheit überschattet. Hinter so einem Format wie Neo Paradise steckt eine ganze Menge Know-how. Anmoderation, Interview, Abmoderation, Spaß zwischendurch. Das muss auch irgendwer schreiben. Das mache ich. Das kommt aus meiner Feder. Auch im engsten Mitarbeiterkreis bin ich scheinbar nur eine hübsche Fassade, eine Requisite. Ja? Meine Visionen finden hier einfach kein Zuhause. Man sieht nicht mich, man sieht nur einen schönen Mann. Mit Muskeln. Ey Leute, ich check's nicht. Meine Heizung steht schon wieder auf 6. In meinem Büro sind es 50 Grad. Wie soll ich da arbeiten? I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Klar, fühlst du dich geschmeichelt, ne? Also ich meine, das ist ja offensichtlich, mal so ein kleiner Flirt am Arbeitsplatz, mal eine bizarre SMS am Abend, mal ein Griff an deinen Penis. Also eigentlich könnten wir nochmal Porno Ping Pong Teil 3 machen, oder? Ist eine tolle Idee. Also ich habe auch noch was. Ich habe letztens was im Netz gefunden, müsst einfach mal sagen, was ihr davon haltet. Es geht darum, dass man für 50 Euro in Irland ein Stück Land kaufen kann und man bekommt halt dann, man wird dann halt da zum Lord ernannt und ich fand die Idee halt irgendwie ganz schön für... Klaas. Das ist unsere Gesellschaft heute, ne? Das ist halt einfach, da bin ich als Kabarettist gefordert und das ist auch ein Diskurs, den wir führen müssen. Die Frage ist halt nur, ob die deutsche Fernsehlandschaft bereit ist für so viel Tiefe oder ob eventuell vielleicht dafür gar kein Platz ist. Sag mal, filmst du gerade meinen Sack? Egal, was ich tue, wie hart ich auch arbeite, es ist niemand mehr bereit, hinter die Fassade zu blicken. Ich bin wie Michelle Hunziker, ohne Titten. Geht es hier Tag ein, Tag aus. Man lässt mir keine Wahl. Ich muss die Missstände ansprechen und meine Stimme erheben.
Hallo, ich muss einmal ganz kurz mit euch reden. Und zwar geht es um meine Person. Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich glaube, ich liege damit nicht falsch, seitdem ich da bin, werde ich von euch als Sexobjekt behandelt. Das kann doch nicht sein, dass das keinen interessiert. Ich kann machen, was ich will. Ja, und ich mache echt viel. Aber am Ende bin ich nur ein Spiel bei der Liste. Die gierigen Blicke müssen aufhören. Es muss doch einen Weg geben, dass man mir Gehör verleiht. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Geile an der Idee ist aber, ne? Wir sind die ganze Zeit mit der Kamera dabei. Wow, cooler Zeit. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass der Tag kommen wird, an dem schöne Männer auch ohne Maske ernst genommen werden. Ne? Dafür kämpfe ich. Mit all meinen Muskeln. Ja. Das guckt jetzt so blöd. Traurig, ne? Ja. Ist halt nicht leicht für Menschen wie mich. Naja. Load time! Erhebt euch! Der Lord möchte erneut etwas mitteilen. Ich möchte eine gewagte These aufstellen. Es gibt länger Hasen als Menschen auf der Welt. Danke. Danke. Du hast echt so viel Rosamunde Pilcher geguckt. Ja. Der Lord. Doch, also ich freue mich. Oh, ja. Der kommt da. Meine Urlaubsbekanntschaft. Ja? Ja, und da werdet ihr gleich erstaunt sein, dass da was Wahres dran ist. Ja? Meine Damen und Herren, er sieht wieder aus wie Lady Gaga kurz nach dem Aufstehen. Hier ist er, meine Damen und Herren. Er heißt mit dem kompletten Namen, warte mal eben. Warte. Jorge Alexis González Madrigal. Herzlich willkommen. Oh, schau. Nimm Platz. Du schaffst es gar nicht. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted? Bien, gut. Gracias. Du siehst gut aus. Ja, ich sehe gut aus, siehst du? Ja. Auch mit solcher Nase ist er ja, klar. Ja, hallo, ich spiele die Musik. Ja, genau. Ja, aber ich bin das Baron, interessiert mich mehr. Ja. Hast du Schlittschuhe an? Oder? Ja, ich vorbereite mich für die Olympiade. Ja? Ja. Du bist da drauf, ne? Siehst du? Gut. Hoche. Cool, ne? Ja. Schön, dass du da bist. Ich danke sehr, schön. Dass es geklappt hat in deinem engen Zeitplan, ja? Auch, dass du noch Zeit zum Umziehen hattest. Ist das ein Show-Outfit oder gehst du so morgens zum Bäcker? Nee, ich gehe so Bäcker auf oder tanze, ist egal was. Weil du siehst nicht gut aus? Na, ich finde das total gut, ne? Aber es ist besonders, ne? Das ja. Ja. Wir haben, ich möchte es kurz mal aufklären. Wir haben uns überraschenderweise getroffen. Im Urlaub, ne? Mhm. Ja. Wann du wusstest. Ja. Alles, was er hat gemacht. Mich überrascht das gar nicht so sehr. Genau, wir waren beide auf Mykonos. Nein. Fast wie aus Mykonos. Nein, wir waren. Ich war auf Kuba. Mhm. Eigentlich alleine. So, ja. Und bin da so rumgelaufen. Und dann hat mir ein Freund gemeint. Eine große Überraschung von mir, weil du warst da mit dieser rosa Short. Und ich dachte, wer ist denn da? Mhm. Halleluja. Hat er denn wieder sein rosa Bauchband-Shirt an? Wer ist denn da? Hätte ich doch niemals was gesagt. Nein, aber wir haben uns da getroffen und das war für mich wirklich wie so ein Fiebertraum. Ja? Es sagte ein Freund von mir, ein gemeinsamer Freund von mir, und sagte, ja, da holt dich einer ab und so und der bringt dich dann dahin, wo wir sind. Ne? Und ich stehe also vor meinem Hotel und habe nicht mitgekriegt, wer. Ne?
Und müsst euch mal vorstellen, ihr steht in Kuba, seid schon ein paar Tage alleine und so und denkt viel nach, lest viel Bücher. Und dann knallt da so eine alte Kiste da an. Und wer steigt aus? Jorge. Und sagt so, hallo, na, wie geht's denn, ne? So. Hola, chico. So, das war für mich schon ein besonderer Moment dieses Urlaubs, ne? Die Überraschung war auf deiner Seite. Und dann bin ich darauf gekommen, du bist ja Kubaner. Ja, ich komme aus Kuba. Genau, seit wann? Gewaltiger Kubaner. Das war ein bisschen abenteuerlich, dass du aus Kuba dann tatsächlich irgendwann nicht direkt nach Deutschland, aber erstmal da weg, ne? Ja, ja. Ich war 17 Jahre alt. Ups, jetzt ist raus. Und ich bin nach damaliger Tschechoslowakei. Was? Tschechoslowakei bin ich gegangen. Ah ja. Doch, ist richtig. Nee, das habe ich gerade wirklich nicht verstanden. Also, okay. Damalige Tschechoslowakei, heute sind zwei Länder, Slowakei und der Tschechei. Ich bin gegangen nach Bratislava, das ist die Kapital von der heutigen Slowakei. Und dort habe ich studiert. Ja, weil es ging also im... ich habe auch studiert, weißt du? Ja, und vor allem nicht mal irgendwie, nicht irgendein Quatsch, ne, sondern du bist ein Nuklearökonom. Nein. Das stand... Steht drin, da steht drin. Ökonom, Radiolog, nein, Atom, Nuklear, Ökolog. Alle lachen und jetzt erzählt er sowas. Ne? Also so ganz unrechtfertig. Ich bin Magister in Atom, Nuklear, Ökologie. Die Frage, ich habe eine kurze, aber wichtige Frage. Warum? Warum? Ja. Ich frage mich das jeden Tag, warum? Nein, das war damals, mir hat immer Chemie und Physik interessiert, als ich klein war. Und ich wollte weg aus Kuba. Ja. Ich habe zwei Chancen, oder ich schwimme nach Miami oder ich gehe studieren nach Europa. So, ich habe mich entschieden, nach Europa zu gehen. Bist du dann irgendwie mit dem Kontakt mit atomarem Material so groß geworden? Ja, ich habe so viele radioaktive Produkte gegessen. Also wirklich, ne, vom, ich habe ja schon wieder vergessen, aber da hier dein Atom-Dings bis zu dem, was du jetzt machst, diesen Weg, den werden wir gleich nochmal gemeinsam in unserem Kopf mit einer Reise in unserem Gehirn abschreiten. Ja? Gut. Vorher sehen wir aber nochmal was anderes, und zwar unseren Freund Serda Sumunjo. Der hat auch eine sprachliche, wie nennt man das, Sprechdurchfall, glaube ich, ne, was der hat. Und der redet heute über ein wirklich tolles Format. Berlin Tag und Nacht. Ja, guck mal, ich hab Ohren lang. Ich guck auf meine Morgenlatte. Tu so moralisch und von wegen, ah, Carlos ist so ein Arschloch und... Jani? Sag mal, bist du bescheuert? Warum? Nicht verwechseln, das ist RTL 2. Auch bei RTL sieht man mit dem zweiten besser. Ja, also man sieht jedenfalls besser, was für eine perfide Machart hinter diesem Scheißdreck steckt. Bei RTL 1 ist es so, da gibt's noch ein bisschen Anspruch. Gibt's auch noch das Dschungelcamp und irgendwelche anderen Gulags und Wissenshows. Bei RTL 2 werden die Leinen losgelassen. Zielgruppenorientiertes Fernsehen. Und wer ist die Zielgruppe von RTL 2? Da muss man nur mal die Nachrichten sehen, um's zu wissen. Voll debile Teens an der Grenze zur Arbeitslosigkeit, mit einem Fuß schon im Knast, Dialekt sprechend, weißer Lippenstift, blondierte Haare mit schwarzer Grundierung, weiße Jacke mit Pelzkragen. Ja, und wie die zusammen in einer WG hocken und vor sich hin vegetieren, wer wen wie wann bumsen wird oder halbwegs nur geil ist auf den anderen, weil der mal mit einem Bademantel durch die WG läuft, das muss man verfolgen auf Berlin Tag und Nacht. Ich guck den Scheiß auch, vor allem, weil ich dann nachher auf Facebook weiter chatten kann. Und zwar mit den Protagonisten. Ja, die leben nämlich noch weiter. Im Gegensatz zu den anderen Gestalten, die dann sterben, wenn man sie wegschaltet, leben die noch weiter im Internet und beantworten meine Fragen. Zum Beispiel, warum siehst du so scheiße aus? Ja, gut. Wenn er meint, muss er ja selber wissen, was er... Muss er selber wissen, was er über die Produktionsfirma sagte, die hier mit uns, neben uns im Gebäude arbeitet. Ja. Naja. Nun, bevor wir gleich auf dein aktuelles Projekt zu sprechen kommen, warst du also 17, ja. Hattest den ungefähr so einen Job wie Homer Simpson, irgendwo im Atomkraftwerk und wolltest aber in die Modebranche. Wie geht das? Genau. Ja, wie jeder Student, parallel zum Studium habe ich etwas so
Schule verdient mit Modeling. Ich habe gemodelt und choreografiert und als Stylist gearbeitet. Und so habe ich gesagt, okay, das gefällt mir etwas besser als Atomnuklear. So, ich bleibe da. So, ich habe mein Studium geendet, aber Quatsch, ich konnte nicht arbeiten sowieso als Atomnuklear. Im Ausland? Im Ausland, ja. Genau. Das okay. Gut, also bist du quasi da hineingeraten in diese Branche, muss man sagen. So, und jetzt bist du aber sehr, sehr erfolgreich, ja, das weiß man ja schon seit einigen Jahren, immer in Verbindung mit Germany's Next Topmodel, jetzt geht's wieder los. Ja. Ja, und was ist dieses Jahr anders? Auf was können wir uns freuen? Was ist neu? Das gesucht? Nee, aber da steht was drauf. Mein Name. Dein Name steht auf all deinen Klamotten, wenn ich... Ja. So. Entschuldigung. Ist kein Problem. Denk hier, weißt du? Ja. Ich stell einfach die nächste Frage. So eine sexuelle Radioaktivität kommt von da. Nee, wir sind gerade Strahlung, keine Ahnung. Das kommt vielleicht daher, weil wir planen gerade, dadurch, dass wir jetzt hier diese ganzen Theaterklamotten hier haben in der Redaktion, planen wir gerade was ein bisschen eine erotische Stimmung auf die ganze Redaktion legt. Wir planen gerade ein neues Sat.1-Movie, sehr erfolgreich, Der Wanderhoden. Ja. Und wenn du möchtest, Jorge, spiele mit. Ja, du könntest vielleicht einen Nebenhoden spielen. Ja? Okay. So, aber ja, jetzt geht's wieder los. German Sex Topmodel. Ist die Stimmung angespannt im Hause Klum? Ja oder nein? Ja, total. Das ist immer noch ist total Spannung. Ja, aber weißt du ja. Guckst du mir das Ende? Hast du nicht geguckt? Doch, ich gucke das immer, aber ich lese halt auch die Bunt und die Gala, ne, was da so drin steht. Ne? Ich weiß nicht, das lese ich nicht. Ja, kriegst du das nicht mit oder so? Ist da irgendwie, also jetzt ruft irgendwie keiner mehr an zwischendurch oder wie läuft das? Oder jemand anders vielleicht? Naja, alles in Ordnung. Es sind viele Chicas da. Ich trainiere mit den Chicas. Ja. Heidi kommt, wir sprechen über die Chicas. Ja. Heidi geht, die Chicas kriegen keine Fotos. Ja. Sag mal, das ist ja wie hier. Ja, Abmoderation, Interview, Abmoderation. Ja, ich meine, was du da erwartet. Aber sag mal, wo du gerade Chicas sagst. Guck mal, du hast doch Violetta, eine super Chica. Chicas, ja. Klar, natürlich. Ja. Wirklich. Ja. Beste, was der Osten zu bieten hat. Ja. Eine letzte Frage möchte ich noch stellen. Du hast gerade selber Chicas gesagt. Du hast 2010 eine Single auf den Markt geworfen namens Chicas Walk. Kommt da ein Album, MTV Unplugged, ist irgendwas geplant? Ja, sicher. Ja, alles klar. Gut, alles klar. Bleib ruhig sitzen, ja, denn jetzt kannst du dir ein bisschen musikalische Inspiration holen, denn wir haben eine wunderbare Band heute hier, Überdosis Du, so heißt ihre Single und die Band heißt Jaha! Ja, wir fahren noch mal zusammen irgendwo anders in Urlaub hin. Ne? Ja, genau. In Puffner Barcelona. Oder erstmal 3 Tage Tropical Island, um mal zu gucken, ob es klappt. Ne? Ja. Wir haben jetzt hier gerade so eine schöne Stimmung und trotzdem kommt man an bestimmten Sachen nicht vorbei. Ja? Wir haben einen großen deutschen Philosophen, der noch lebt und für viele Menschen ist er wirklich sinnstiftend und Leute klammern sich an ihn wie an den letzten Strohhalm. Seine Worte, diese knappen 140 Zeichen, die er da raushaut, beschreiben eigentlich mehr das Leben als 1000 Bücher von 1000 großen Dichtern und Denkern. Sein Medium ist Twitter, sein Name Boris Becker und er hat wieder losgelegt. Eine unbequeme Wahrheit. Unbequeme Wahrheiten. Powered by Boris Becker. Sie sahen unbequeme Wahrheiten. Powered by Boris Becker. Keine unbequeme Wahrheit, sondern eine große Freude, dass er hier ist.
Oliver Schulz. Es kommt ein neues Album tatsächlich von Oliver auf den Markt. SOS, Save Olli Schulz. Das ist richtig. Das ist richtig, ne? Gut vorbereitet. Das ist moralische Erpressung. Das Album heißt SOS, Save Olli Schulz. Sonst werde ich eigenhändig 30 Kaninchenbabys erwürgen. In der Sendung hier. Kauf das Album. Wäre das Album eigentlich früher erschienen, wenn du deinen süßen Arsch nicht an unsere Show verkauft hättest? Nein, noch später, weil mit dem Geld, was ich hier verdiene, habe ich das Album finanziert. Ich glaube, es ist wirklich so, für viele da draußen wird jetzt der Moment kommen, wo wir so, ach guck mal, der Erotiktyp macht auch Musik, aber eigentlich ist ja umgekehrt, der Musiktyp macht Erotik. Nee, du weißt, was ich meine. ist das ein bisschen nicht so, dass du dir mit dem, was du dir musikalisch in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut hast, dir gerade mit dem, was du hier bei uns in der Sendung machst, ein bisschen selber einreißt, was du da aufgebaut hast? Nö, ich reiß seit Jahren eigentlich selber schon immer live auf der Bühne alles ein, weil ich immer irgendwelche Fehler mache. Neulich habe ich mich selber K.O. geschlagen auf der Bühne, als ich die Gitarre wechseln wollte und der Gurt so kurz war und hau sie mir beim, weil ich so Bruce Springsteen-mäßig sein wollte, selber gegen Kopf. Es lief das Blut, es war in Köln auf dem Konzert und ich habe es nicht gemerkt und habe weitergespielt und so gemoscht ins Publikum und alle so... Also ich mache das schon selber alles mit dem Einreißen. Aber ich bin so ein Typ, ich reiß mich ein, dann komme ich wieder nach oben. Ist ein Auf und Ab mit mir. Und deswegen lieben mich die Leute. Dann hören wir die Gitarre an den Wackelkontakt. Warte mal. Alles okay? Nee, das ist die Gitarre an den Wackelkontakt, weil die habe ich gestern in die Wand geschmissen, weil ich meinen Haustürschlüssel nicht gefunden habe. Kein Witz. Das ist wirklich wahr jetzt. Das macht mich aber menschlich, so einen kleinen Fehler. Wartet mal. Scheiße. Ach, für Neo Paradise reicht's, oder? Also. Vielleicht ganz kurz, was hören wir und wer sind die Herrschaften, die du mitgebracht hast? Das sind Typen, die arbeiten alle bei meinem Vater im Betrieb. Der hat früher gesungen bei Fury in the Slaughterhouse hier. Er spielt bei Mr. Ed Jumps the Gun. Unser Schlagzeuger ist von Fool's Garden. Was werden wir hören? Ein Lied über die Liebe und die ewige Suche nach Liebe. Das Lied heißt, wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Viel Spaß, Oliver Schulz! Vor dem Fenster meiner Wohnung steht ein alter Mann und lacht über die Dummheit seiner Jugend, die verbrannte Leidenschaft. Ein Mädchen hatte im Hinterhof die Wände angemalt. Liebe ist so doof, wenn man am Ende nur bezahlt. Wie oft muss man mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um für sich selber zu erkennen? Wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weiß es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es stark sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann weiß es und dein Herz gibt langsam auf. Ihre Worte, ihre Bilder kehren zurück in jeder Nacht. Ein junger Wolf verliert sich auf den Herzschlag dieser Stadt. Er tauschte seine Sehnsucht gegen glanzlose Trophäen. In seinen Augen kann man die verlorene Liebe sehen. Wenn die Schuhe passen, geh den Weg und trag sie. Und wenn die Wahrheit stirbt, begrab sie. Wenn es gut ist, wird es schön sein und dein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weißt du es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es stark sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann weißt du es und dein Herz gibt langsam auf. Wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weißt du es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es dann sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann schnappt es und dein Herz gibt langsam auf.
Sehr gute Musiker. Olli, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir freuen uns und wir freuen uns auch auf nächste Woche. Wir haben wunderbare Gäste. Der Lord. Ja. Caligula, komm, das ist eine neue Band aus dem Hause Manu Diao und Elias M. Barek. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Der Lord. Freut mich, wir haben ja ein Fest heute. Danke. Ja. Und es geht darum, dass man für 50 Euro in Irland ein Stück Land kaufen kann und man bekommt halt dann, man wird dann halt da zum Lord ernannt. Und ich fand die Idee halt irgendwie ganz schön für. Ich fand die Idee halt ganz schön für Klaas. Das ist unsere Gesellschaft heute, ne? Das ist halt einfach, da bin ich als Kabarettist gefordert und das ist auch ein Diskurs, den wir führen müssen. Die Frage ist halt nur, ob die deutsche Fernsehlandschaft bereit ist für so viel Tiefe oder ob eventuell vielleicht dafür gar kein Platz ist. Sag mal, filmst du gerade meinen Sack? Egal, was ich tue, wie hart ich auch arbeite, es ist niemand mehr bereit, hinter die Fassade zu blicken. Ich bin wie Michelle Hunziker, ohne Titten. Geht es hier Tag ein, Tag aus. Man lässt mir keine Wahl. Ich muss die Missstände ansprechen und meine Stimme erheben. Hallo, ich muss einmal ganz kurz mit euch reden. Und zwar geht es um meine Person. Ich habe irgendwie das Gefühl und ich glaube, ich liege damit nicht falsch. Seitdem ich da bin, werde ich von euch als Sexobjekt behandelt. Das kann doch nicht sein, dass das keinen interessiert. Ich kann machen, was ich will. Ja, und ich mache echt viel. Aber am Ende bin ich nur ein Spiel bei der Liste. Die gierigen Blicke müssen aufhören. Es muss doch einen Weg geben, dass man mir Gehör verleiht. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Geile an der Idee ist aber, ne? Wir sind die ganze Zeit mit der Kamera dabei. Wow. Cooler Teil. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass der Tag kommen wird, an dem schöne Männer auch ohne Maske ernst genommen werden. Ne? Dafür kämpfe ich. Mit all meinen Muskeln. Hm, ja. Ja. Das guckt dir zu blöd. Traurig, ne? Ja. Ist halt nicht leicht für Menschen wie mich. Naja, Lord Time! Alter, kannst du mal meine Nummer löschen und irgendjemand anders stalken? Blut wird die Isar rot färben. Kannst du dann bitte Aminati anrufen? Hab deine Nummer nicht. Es ist Krieg, hören Sie. Und du? Ja, wie und nu, was weiß ich, bin auch noch nicht so lange Lord, keine Ahnung, bitte, irgendwie Mord und Totschlag, was weiß ich, ja, wird schon irgendwie, aber gut, okay, alles klar, das wollte ich nur sagen, danke, ciao, ciao, so. Wir werden sie vernichten. Doch auch Frohsinn er begehrt, sich gar danach sein Herz verzehrt. Ein wenig Spaß in Kriegeszeiten soll ihm nun ein Narr bereiten. Mit irren Witz und Tollerei, etwas Tanz und Gauklei. Nun ist die Zeit schon bald gekommen, dass sein Wort wird wohl vernommen von allen seinen Untertanen. Drum ist er unruhig wie zu ahnen und ruft nach der holden Maid und zeigt sich von der besten Seite. Der Lord verlangt nach Zerstreuung. Es komme die Maid. Falalalala, 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 falalalalala. Ankunft am Studio.
Ich möchte, dass du mich da reindrückst. Ich soll dich jetzt ins Studio tragen? Ja, wirklich, ne? Irgendwann ist Schluss. Den ganzen Tag mache ich hier den Scheiß. Die Moral von der Geschichte: Ein Adelstitel reicht halt nicht. Ist dein Herz nicht hohen Mutes, kommt am Ende heraus nichts Gutes. Also aus diesem Grund hier ein Tipp von mir: Mach es wie die Onkels, bleib dir immer treu! Bleib ein Typ von der Straße! Straße! Sei auch immer stolz! Stolz! Du bist eine ehrliche Haut! Haut! Sie haben dich getreten! Getreten! Durch dieses harte Leben! Die Presse ist schuld! Schuld! Die anderen sind schuld! Schuld! Boah, das ist so eine debile Kacke. Ganz ehrlich mal, ich muss weg, ey, sorry. Ich bin 400 Euro und dann bin ich raus. Furchteinflößend hochzählen. Wirklich, Mugabe muss ich von dir nachnehmen. Peinlich? Ach nein! Was soll ich sagen, Lord? Ich verstehe das Lord-Ding nicht. Du siehst für mich, siehst du aus wie ein homosexueller Jockey. Das ist so Lord Extra, Lord Ultra, Lord Lilliput, was willst du? Lord of the Board. Lord of the Board! So. Ist das ein bisschen nicht so, dass du dir mit dem, was du dir musikalisch in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut hast, dir gerade mit dem, was du hier bei uns in der Sendung machst, ein bisschen selber einreißt, was du da aufgebaut hast? Nö, ich reiß seit Jahren eigentlich selber schon immer live auf der Bühne alles ein, weil ich immer irgendwelche Fehler mache. Neulich habe ich mich selber K.O. geschlagen auf der Bühne, als ich die Gitarre wechseln wollte und der Gurt so kurz war. Und hau sie mir beim, weil ich so Bruce Springsteen-mäßig sein wollte, selber gegen den Kopf. Es lief das Blut, es war in Köln auf dem Konzert und ich habe es nicht gemerkt und habe weitergespielt und so gemoscht ins Publikum und alle so... Also ich mache das schon selber alles mit dem Einreißen. Aber ich bin so ein Typ, ich reiß mich ein, dann komme ich wieder nach oben. Ist ein Auf und Ab mit mir. Und deswegen lieben mich die Leute. Dann hören wir jetzt die Gitarre an den Wackelkontakt. Warte mal. Alles okay? Nee, das ist die Gitarre an den Wackelkontakt, weil die habe ich gestern in die Wand geschmissen, weil ich meinen Haustürschlüssel nicht gefunden habe. Kein Witz. Das ist wirklich wahr jetzt. Das macht mich aber menschlich, so einen kleinen Fehler. Wartet mal. Scheiße. Ach, für Neo Paradise reicht's, oder? Vielleicht ganz kurz, was hören wir und wer sind die Herrschaften, die du mitgebracht hast? Das sind Typen, die arbeiten alle bei meinem Vater im Betrieb. Der hat früher gesungen bei Fury in the Slaughterhouse hier. Er spielt bei Mr. Ed Jumps the Gun. Unser Schlagzeuger ist von Fool's Garden. Was werden wir hören? Ein Lied über die Liebe und die ewige Suche nach Liebe. Das Lied heißt: Wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Viel Spaß, Oliver Schulz! Vor dem Fenster meiner Wohnung steht ein alter Mann und lacht über die Dummheit seiner Jugend, die verbrannte Leidenschaft. Ein Mädchen hatte im Hinterhof die Wände angemalt. Liebe ist so doof, wenn man am Ende nur bezahlt. Wie oft muss man mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um für sich selber zu erkennen: Wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weiß es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es da sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann weiß es und dein Herz gibt langsam auf. Ihre Worte, ihre Bilder kehren zurück in jeder Nacht. Ein junger Wolf verliert. Sowas verbitte ich mir, so einen Affront. Lass die Hunde frei. Ja, aber wirklich jetzt, was heißt das? Bist du jetzt König oder was? König, er versteht es nicht.
Und zu diesem Zweck, ich wusste, dass du es nicht verstehen wirst. Und deswegen habe ich für dich, aber auch für die vielen, für mein Volk da draußen, eine Dokumentation anfertigen lassen über einen ganz normalen Tag in meinem Leben als Lord of Roscommon, Klaas Häufer von Umlauf. Du siehst aus wie Dr. Snuggles. Der Lord kommt! Der Lord kommt! Höret, Leut, nun höret her, ich erzähle euch die Mär eines Mannes größten Adels, höchster Laucht und frei des Tadels, wenn die Melodie erklingt, sein edles Tageswerk beginnt. Treten Sie näher, treten Sie zum Lord, der Lord möchte Sie auf ein Wort. Das Leben ist wie ein Haus mit Zimmern aus Seide. Nun hinfort mit Ihnen, hinfort, zack, zack, hinfort. Ich verlese nun die Wünsche des Lords. Einem Edelmann angemessen, einen Royal TS, ein Happy Meal, eine Apfeltasche und zwei McFlurry. Ja, so schnell wie möglich, bitte. Hallo? Ich wiederhole mich nicht, der Lord hat Hunger. Frischer haben frohen Mutes, erreicht der Gutsherr blauen Blutes, seine täglich Wirkungsstätte, schreitet übers Dienerbette, leichten Fußes sauber rein, kommt zum Tor und tritt nun ein. Ein reichlich Mahl wird ihm gedeckt, doch unser Lord sich nicht versteckt, als wären es die seinesgleichen, lässt er seine Speisen reichen, am Tische, wo der Pöbel frisst, welch Mann von Großmut er doch ist. Doch wehe dem, der ihn zum Feind, wer mit ihm hadert, der bald greint, denn unbarmherzig ausgemerzt wird der, der seine Gunst verscherzt, mit harter Hand er nun regiert, den Ruf nach Gnade er negiert. Ja, bitte? Wer spricht dort am Apparello? Hier spricht Nela Fangili. Lord Häufer Umlauf hat Ihnen etwas mitzuteilen. Hiermit erkläre ich... Hab ich richtig gesagt, die am 15. kommt dann in die Kinos oder wann? Achte. Achte, Entschuldigung, Achte, ja. Schlecht vorbereitet. Das ist, das mache ich wieder gut im Laufe, im Verlauf des Gesprächs, hoffe ich. Ich habe gerade so ein bisschen gesagt, so ein bisschen die De Niros und Scorsese von Deutschland ist ja tatsächlich so, ihr seid auch im wahren Leben gute Freunde, ihr arbeitet nicht nur gerne zusammen. Ja, auf jeden Fall, wir treffen uns öfter mal so auf Bierchen, ne? So, Max gezwungenermaßen, aber ich rufe einfach so lange an, bis er... Dann sag ich, ja, okay, gut. Ne? Besteht da so eine Abhängigkeit von ihm, weil er ist Regisseur und er gibt dir Jobs? Nee, wie gesagt, so umgekehrt. Umgekehrt? Ja, ja. Ah, okay, ach so. Die Fresse, die er braucht. Die Fresse, die er braucht, verstehe. Aber ist das so ein bisschen, habt ihr ein Geheimnis, warum ihr da so, ich muss leider nach vorne gehen, sonst sehe ich die nicht, warum ihr immer wieder zusammenarbeitet? Macht es dann auch mehr Spaß mit Freunden? Also ich kenne das nicht. Ja, ja, jetzt ist natürlich, genau. Ich möchte auch, also das mit dem Lord finde ich eigentlich auch gut, ne? Ja. Also, genau, mein Kopf hat auch einen Geschmack bekommen. Man bringe die Maid, das war so ein Lieblingsspruch. Nee, ich finde schon, das macht einfach... Ich brauche Zerstreuung auf jeden Fall. Du brauchst Zerstreuung. Genau. Du bist auch Familienvater, ne? Das ist nicht mehr, ja, egal. Nee, das bringt auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich. Irgendwie drehen ist ja irgendwie anstrengend und wenn es ein bisschen familiärer irgendwie ist, dann ist es irgendwie lustiger. Und Max muss ja immer wieder irgendwelche anderen Sachen machen. Genau. Diesmal musste er plötzlich einen Russen spielen und wusste überhaupt gar nicht, dass er eigentlich Russe war, erst eine Woche vorher. Aber vorher war er Deutsch. Ja, ist es dann, fällt dann so freundschaftlich gerne mal so unter den Tisch? Sagt er dann so die entscheidenden Dinge, sagt er dir nicht, weil er denkt so, ach, wenn ich das sage, macht er nachher nicht mit? Naja, wird schon sehen später. Wie das sage ich mir dann? Nee, also für mich ist die Herausforderung ja auch was ganz Tolles, so, dass ich dann... Ne, mal was Tolles machen kann, irgendwie wie ganz weit weg von mir spielen, einen lustigen Typen spielen, der russisch ist. ihr habt aber tatsächlich eins mit uns beiden gemeinsam, ihr macht ultra geiles Turbo-Entertainment, ja, und irgendwie ist es aber manchmal so, dass es dann nicht so ankommt bei dir, weil durch die Nacht, sag ich schon. Durch die Nacht auch. Durch die Nacht wird, ja, wir sind die Nacht, Entschuldigung, wir sind die Nacht, bei dir im Angesicht des Verbrechens, zwei wirklich, fand ich, wahnsinnig gut gemacht, zum einen Serie, zum anderen einen Film, die aber dann nicht so den Anklang beim Publikum finden. Wir kennen das hier auch, ja. Die Sendung guckt
auch keiner wirklich. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so? Warum hat Qualität in diesem Land einfach nicht so ein gutes Standing? Weil jeder Qualität anders definiert. Aber es ist ja wirklich gut gewesen. Also naja, klar, aber dein Anspruch ist bestimmt nicht der Anspruch von den anderen. So. Also jeder muss sich das aussuchen. Klar sind die Sender oder die Leute, die das halt rausbringen, auch mit Schuld irgendwie so, dass es dann halt so aussieht irgendwie, die Senderlandschaft, und der Zuschauer dementsprechend auch so gewohnt ist, also Sehgewohnheiten hat. Ja. Ist man dann nicht selber auch traurig vielleicht so, dass das dann halt, ich meine, das ist ja schon auch, du legst dein Herzblut rein, du legst dein Herzblut ja, rein. Ja, total, ja, ja. Und vor allem beim Kino ist es wirklich so, du kriegst als Regisseur am Donnerstag starten über die Filme und du kriegst wirklich original um 23.15 Uhr kommt ein Anruf, da weißt du schon genau die Nummer, und das ist dann der Verleihchef und sagt dir, die Zahlen durch vom Donnerstag. Und das Irre ist, es gibt so einen Logarithmus, da kann man das irgendwie hochrechnen. Das hat Hallo, ein kleines Zickerhäuschen. Ich bin fix und fertig mit der Welt, wirklich. Ja? Ist kaum losgegangen, danke schön. Auf mich reagiert. Meine Erlösung ist da. Das sind die ersten Gäste. Das ist ein bisschen was die Niros und die Scorseses von Deutschland. Ja, sie sind beste Freunde, haben gerade einen Film zusammen gemacht und es ist wirklich so, kein Superlativ der Welt könnte ihnen das Wasser reichen. Das, was sie leisten, ist hervorragend. Die vierte Macht heißt, der aktuelle Film kommt am 15. glaube ich, in die Kinos. Und hier sind Dennis Gansel und Max Riemelt. Ich habe gerade schon, glaube ich, hab ich richtig gesagt, die am 15. kommt dann in die Kinos? Oder? Achte. Achte, Entschuldigung, Achte, ja. Schlecht vorbereitet. Das mache ich wieder gut im Laufe, im Verlauf des Gesprächs, hoffe ich. Ich habe gerade so ein bisschen gesagt, so ein bisschen die News und Scorseses von Deutschland ist ja tatsächlich so, ihr seid auch im wahren Leben gute Freunde, ihr arbeitet nicht nur gerne zusammen. Ja, auf jeden Fall, wir treffen uns öfter mal so auf dem Weg, ne? So, Max gezwungenermaßen, aber ich rufe einfach so lange an, bis er... Dann sag ich, ja, okay, gut. Ne? Besteht da so eine Abhängigkeit von ihm, weil er ist Regisseur und er gibt dir Jobs? Nee, wie gesagt, ist umgekehrt. Umgekehrt? Ja, ja. Ah, okay, ach so. Die Fresse, die er braucht. Die Fresse, ja, verstehe. Aber ist das so ein bisschen, habt ihr ein Geheimnis, warum ihr da so, ich muss leider nach vorne gehen, sonst sehe ich die nicht, warum ihr immer wieder zusammenarbeitet? Macht es dann auch mehr Spaß mit Freunden? Also ich kenne das nicht. Ja, ja, jetzt ist natürlich, genau. Ich möchte auch, also das mit dem Lord finde ich eigentlich auch gut, ne? Ja. Also, genau, man bringe die Maid, das war so ein Lieblingsspruch. Nee, ich finde schon, das macht einfach... Ich brauche Zerstreuung auf jeden Fall. Du brauchst Zerstreuung. Genau. Du bist auch Familienvater, ne? Das ist nicht mehr, ja, egal. Nee, das bringt auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich. Irgendwie drehen ist ja irgendwie anstrengend, und wenn es ein bisschen familiärer irgendwie ist, dann ist es irgendwie lustiger. Und Max muss ja immer wieder irgendwelche anderen Sachen machen. Genau. Diesmal musste er plötzlich einen Russen spielen und wusste überhaupt gar nicht, dass er eigentlich Russe war, erst eine Woche vorher. Aber vorher war er Deutsch. Ja, ist es dann, fällt dann so freundschaftlich gerne mal so unter den Tisch? Sagt er dann so die entscheidenden Dinge, sagt er dir nicht, weil er denkt so, ach, wenn ich das sage, macht er nachher nicht mit? Naja, wird schon sehen später. Wie, das sage ich mir dann? Nee, also für mich ist die Herausforderung ja auch was ganz Tolles, so, dass ich dann... Ne, mal was Tolles machen kann, irgendwie wie ganz weit weg von mir spielen, einen lustigen Typen spielen, der russisch ist. ihr habt aber tatsächlich eins mit uns beiden gemeinsam, ihr macht ultra geiles Turbo-Entertainment, ja, und irgendwie ist es aber manchmal so, dass es dann nicht so ankommt bei dir, weil durch die Nacht, sag ich schon. Wir sind die Nacht, bei dir im Angesicht des Verbrechens, zwei wirklich, fand ich, wahnsinnig gut gemacht, zum einen eine Serie, zum anderen einen Film, die aber dann nicht so den Anklang beim Publikum finden. Wir kennen das hier auch, ja. Die Sendung guckt auch keiner wirklich. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so? Warum hat Qualität in diesem Land einfach nicht so ein gutes Standing? Der russische. Ja. Ihr habt aber tatsächlich eins mit uns beiden gemeinsam. Ihr macht ultra geiles Turbo-Entertainment, ja. Mhm. Und irgendwie ist es aber manchmal so, dass es dann nicht so ankommt bei dir, weil wir sind die Nacht im Angesicht des Verbrechens. Zwei wirklich, fand ich, wahnsinnig gut gemacht. Zum einen eine Serie, zum anderen einen Film, die aber dann nicht so den Anklang beim Publikum finden. Wir kennen das hier auch, ja. Die Sendung guckt auch keiner wirklich. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so? Warum hat Qualität in diesem Land einfach nicht so ein gutes Standing? Weil jeder Qualität anders definiert. Aber es ist ja wirklich gut gewesen. Also naja, klar, aber dein Anspruch ist bestimmt nicht der Anspruch von den anderen. So. Also jeder muss sich das aussuchen. Klar sind die Sender oder die Leute, die das halt rausbringen, auch mit Leid, also Schuld irgendwie so,
dass es dann halt so aussieht irgendwie, die Senderlandschaft, und der Zuschauer dementsprechend auch so gewohnt ist, also Sehgewohnheiten hat. Ja. Ist man dann nicht selber auch traurig vielleicht so, dass das dann halt, ich meine, das ist ja schon auch, du legst dein Herzblut rein, du legst dein Herzblut rein. Ja, ja, total, ja, ja. Und vor allem beim Kino ist es wirklich so, du kriegst als Regisseur am Donnerstag starten über die Filme und du kriegst wirklich original um 23.15 Uhr kommt ein Anruf, da weißt du schon genau die Nummer, und das ist dann der Verleihchef und sagt dir, die Zahlen durch vom Donnerstag. Und das Irre ist, es gibt so einen Logarithmus, da kann man das irgendwie hochrechnen. Das heißt, die Zuschauer, die in der 20 Uhr Vorstellung waren, mal irgendwie XY, das ist wirklich exakt oder ziemlich genau die Kinozahl, die am Ende rauskommt. Das heißt, du weißt wirklich schon, hast du einen Hit oder hast du nicht. Und dieser Anruf jedes Mal, ey, ich bin total durchgeschwitzt und denke, okay, nimmst du jetzt ab oder nimmst du es nicht? Weil dann weißt du es eigentlich schon. Ja, er kriegt mein Geld vorher. Man bringe die Maid. Der kleine Lord ist jetzt sauber. Wie schwer ist es denn tatsächlich in Deutschland so, so Filme, wie ihr sie macht? Also du hast ja auch tatsächlich immer so ein bisschen anderen Look. Das ist eher so amerikanisch, das ist nicht so dieses Klassische, wie man es gewohnt ist. Sowas durchzusetzen und das dann auch dann finanziert zu bekommen, wenn man dann gerade auch, sag ich mal, ich will jetzt nicht von einem Flop reden, aber nicht so einen riesen Erfolg gelandet hat. Das ist, ganz ehrlich, ich hatte den Film finanziert, bevor der andere im Kino war. Ah. Da hatte ich Schwein gehabt. Gut gemacht. Gut gemacht, genau. Und also es ist mittlerweile, die Leute wollen ja andere Sachen auch sehen. Also gerade die Produzenten, die fördern und so. Und ich glaube auch viele Zuschauer, die sagen, irgendwie das deutsche Kino ist ja ziemlich beliebt. Die Komödien laufen wie warme Brötchen. Und ansonsten muss man halt irgendwie versuchen, nochmal so andere Sachen zu machen. Und ich glaube, das kann auch gut ankommen. Das ist wirklich teilweise eine Glückssache. Man hatte viele Filme, die man dann erst in der Videothek entdeckt, wo man sagt, Mensch, was der lief im Kino, wann war denn das? Ne? Also teilweise ist auch Werbung, also man weiß es nie, aber man muss es probieren. Es ist bleibt ein Glücksspiel. Die vierte Macht ist der Film, den ihr jetzt gerade zusammen gemacht habt, kommt am 8. in die Kinos. Vielleicht mal ganz kurz angeschnitten von dir, was ist so deine Rolle, worum geht's? Ich bin eigentlich gar nicht die Hauptrolle, muss ich auch sagen. Nee, das macht ja gar nicht. Ja, genau. Nee, also, nur, dass die Leute nicht enttäuscht sind, ne, wenn sie dann sagen, so, hä, als was wurde das verkauft? Jedenfalls war ich der Russe irgendwie, der Fotograf, der Moritz, also Moritz Bleibtreu, spielt halt die Hauptrolle, der als Journalist nach Moskau kommt und dort in die heiße... Hab ich richtig gesagt? Am 15. kommt dann die Kinos? Oder? Achte. Achte, Entschuldigung. Achte, ja. Schlecht vorbereitet. Das mache ich wieder gut im Verlauf des Gesprächs, hoffe ich. Ich habe gerade so ein bisschen gesagt, so ein bisschen die News und Scorsese von Deutschland ist ja tatsächlich so, ihr seid auch im wahren Leben gute Freunde. Ihr arbeitet nicht nur gerne zusammen. Ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns öfter mal so auf dem Weg hin. Max gezwungenermaßen, aber ich rufe einfach so lange an, bis er... Dann sag ich, ja, okay, gut. Ne? Besteht da so eine Abhängigkeit von ihm, weil er ist Regisseur und er gibt dir Jobs? Nee, wie gesagt, ist umgekehrt. Umgekehrt? Ja, ja. Ah, okay, ach so. Die Fresse, die er braucht. Die Fresse, die er braucht, verstehe. Aber ist das so ein bisschen, habt ihr ein Geheimnis, warum ihr da so, ich muss leider nach vorne gehen, sonst sehe ich die nicht, warum ihr immer wieder zusammenarbeitet? Macht es dann auch mehr Spaß mit Freunden? Also ich kenne das nicht. Ja, ja, jetzt ist natürlich, genau. Ich möchte auch, also das mit dem Lord finde ich eigentlich auch gut, ne? Ja. Also, genau, man bringe die Maid, das war so ein Lieblingsspruch. Nee, ich finde schon, das macht einfach... Ich brauche Zerstreuung auf jeden Fall. Du brauchst Zerstreuung. Genau. Du bist auch Familienvater, ne? Da ist nicht mehr, ja, egal. Nee, das bringt auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich. Irgendwie drehen ist ja irgendwie anstrengend und wenn es ein bisschen familiärer irgendwie ist, dann ist es irgendwie lustiger. Und Max muss ja immer wieder irgendwelche anderen Sachen machen. Genau. Diesmal musste er plötzlich einen Russen spielen und wusste überhaupt gar nicht, dass er eigentlich Russe war, erst eine Woche vorher. Aber vorher war er Deutsch. Ja, ist es dann, fällt dann so freundschaftlich gerne mal so unter den Tisch? Sagt er dann so die entscheidenden Dinge, sagt er dir nicht, weil er denkt so, ach, wenn ich das sage, macht er nachher nicht mit? Naja, wird schon sehen später. Wie, das sage ich mir dann? Nee, also für mich ist die Herausforderung ja auch was ganz Tolles, so, dass ich dann... Ne, mal was Tolles machen kann, irgendwie wie ganz weit weg von mir spielen, einen lustigen Typen spielen, der russisch ist. ihr habt aber tatsächlich eins mit uns beiden gemeinsam, ihr macht ultra geiles Turbo-Entertainment, ja, und irgendwie ist es aber manchmal so, dass es dann nicht so ankommt bei dir, weil durch die Nacht sag ich schon. Durch die Nacht auch. Durch die Nacht mit, ja. Wir sind die Nacht, Entschuldigung. Wir sind die Nacht bei dem Angesicht des Verbrechens. Zwei wirklich, fand ich, wahnsinnig gut gemacht, zum einen Serie, zum anderen einen Film, die aber dann nicht so den Anklang beim Publikum finden. Wir kennen das hier auch, ja. Die Sendung guckt auch keiner wirklich. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so? Warum hat Qualität in diesem Land einfach nicht so ein gutes Standing? Weil jeder Qualität anders definiert. Aber es ist ja wirklich gut gewesen. Also naja, klar, aber dein Anspruch ist bestimmt nicht der Anspruch von den anderen. So. Also jeder muss sich das aussuchen. Klar sind die Sender oder die Leute, die das halt rausbringen, auch mit Leitra, also Schuld irgendwie so.
dass es dann halt so aussieht irgendwie, die Senderlandschaft, und der Zuschauer dementsprechend auch so gewohnt ist, also Sehgewohnheiten hat. Ja. Ist man dann nicht selber auch traurig vielleicht so, dass das dann halt, ich meine, das ist ja schon auch, du legst dein Herzblut rein, du legst dein Herzblut rein. Ja, ja, total, ja, ja. Und vor allem beim Kino ist es wirklich so, du kriegst als Regisseur am Donnerstag starten über die Filme und du kriegst wirklich original um 23.15 Uhr kommt ein Anruf, da weißt du schon genau die Nummer, und das ist dann der Verleihchef und sagt dir, die Zahlen durch vom Donnerstag. Und das Irre ist, es gibt so einen Logarithmus, da kann man das irgendwie hochrechnen. Das heißt, die Zuschauer, die in der 20 Uhr Vorstellung waren, mal irgendwie XY, das ist wirklich exakt. Oder darauf hat ihn etwas mitzuteilen. Hiermit erkläre ich Kraft meines Amtes als Lord of Roscommon, ihn persönlich und damit verbunden der ganzen TAF-Redaktion, in Krieg. Alter, kannst du mal meine Nummer löschen und irgendjemand anders stalken? Blut wird die Isar rot färben. Kannst du dann bitte Aminati anrufen? Hab deine Nummer nicht. Es ist Krieg, hören Sie. Und du? Ja, wie und du? Was weiß ich? Ich bin auch noch nicht so lange Lord. Keine Ahnung. Bitte irgendwie Mord und Totschlag, was weiß ich. Ja, wird schon irgendwie. Aber gut, okay, alles klar, das wollte ich nur sagen. Danke, ciao, ciao. So. Wir werden sie vernichten. Doch auch Frohsinn er begehrt, sich gar danach sein Herz verzerrt. Ein wenig Spaß in Kriegeszeiten soll ihm nun ein Narr bereiten. Mit irren Witz und Tollerei, etwas Tanz und Gauklei. Nun ist die Zeit schon bald gekommen, dass sein Wort wird wohl vernommen von allen seinen Untertanen. Drum ist er unruhig wie zu ahnen und ruft nach der holden Maid und zeigt sich von der besten Seite. Der Lord verlangt nach Zerstreuung. Es komme die Maid. Falalalala, 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 falalalala. Ankunft am Studio. Ich möchte, dass du mich da rein drehst. Ich soll dich jetzt ins Studio tragen? Ja, wirklich, ne? Irgendwann ist Schluss. Den ganzen Tag mache ich hier den Scheiß. Die Moral von der Geschichte, ein Adelstitel reicht halt nicht. Ist dein Herz nicht hohen Mutes, kommt am Ende heraus nichts Gutes. Also aus diesem Grund hier ein Tipp von mir, mach es wie die Onkels. Bleib dir immer treu! Bleib ein Typ von der Straße! Sei auch immer stolz! Du bist eine ehrliche Haut! Sie haben dich getreten! Durch dieses harte Leben! Die Presse ist schuld! Die anderen sind schuld! Boah, das ist so eine debile Kacke, ganz ehrlich mal. Ich muss weg, ey, sorry, ich will 400 Euro und dann bin ich raus. Furchteinflößend hochzählen. Wirklich, Mugabe muss ich von dir nachnehmen. Peinlich? Ach nein, was soll ich sagen? Herein spazieren! Ja, ich freue mich auch, dass wieder Donnerstag ist. Vorsetzen.
So setze er sich. Ja, danke. Ey, und ich muss jetzt ganz kurz, ich muss darüber reden, es tut mir leid. Es ist wirklich, ja. Was ist denn? Ich frage mich den ganzen Tag, seit 3 Uhr habe ich diesen Mann nicht mehr gesehen. Man hat ihn für mich unter Verschluss gehalten. Und egal, wen ich fragen wollte, es war immer sofort Ausflüchte, Ausflüchte, Ausflüchte. Jetzt stehst du in diesem Kostüm. Klaas, bitte, sag uns, was das soll. Ernsthaft, ich weiß wirklich immer, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, warum dieser bescheuerte Aufzug. Was ist los, Klaas? Will er es wissen? Ja? Soll ich es ihm verraten? Wenn du mit ihm mich meinst, bitte, ja. Ja, ich erklär's dir. Weißt du was, mein lieber Freund? Das heißt hinten anstellen, ne? Ich bin jetzt ganz offiziell besser als du. Ich habe 1 Quadratmeter irisches Land gekauft. In echt. In echt. Und deswegen bin ich jetzt ganz offiziell Lord of Roscommon. Guck dir das mal an. Ich bin Lord. Was ändert sich denn da jetzt für mich? Das heißt, für mich, das kann mir scheißegal sein. Nein, 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 nein. Also, wenn du mich jetzt beim Vornamen nennst, dann rufe ich sofort die Polizei. Und ansonsten heißt es, eure Lordschaft, Lord Häufer Umlauf oder unter Freunden Lord of Roscommon Klaas Häufer Umlauf. Kann ich auch der kleine Lord sagen? Ja. Was? Sowas verbitte ich mir, so einen Affront. Lass die Hunde frei. Ja. Ja, aber,